wenn die Regierung Ihnen sagt, dass Ihr großer Fernseher in Ihrem Wohnzimmer doch gar nicht gut aussieht, dass man den doch gar nicht braucht, dass ein kleiner Fernseher es ja auch tut, dass er wohl reichen wird, dann wissen Sie, Sie sind auf dem rasanten Weg abwärts in den Sozialismus. Die Menschen, die gewählt wurden, um unser Leben besser zu machen, wollen plötzlich den großen Flatscreen aus ihrer Wohnung tragen. Und wer die Grünen kennt, der weiß, es wird nicht lange dauern, bis die Menschen mit einem zu großen Fernseher zu unsolidarischen Rowdies erklären, die mit ihrem großen Fernseher dafür verantwortlich sind, dass Menschen erfrieren. Wer zu schnell fährt oder zu viel Zoll an der Wand hat, der ist ein Schädling. Wenn Sie sich jetzt fragen, ob Habecks Umerziehungskampagne auch für grüne Bundestagsabgeordnete gilt, dann lautet die Antwort natürlich nein. Nicht für grüne Bundestagsabgeordnete. Hier ist ein Foto, das die Abgeordnete Jamila Schäfer, 29 Jahre jung, auf Instagram gepostet hat. Sie freut sich über einen neuen Einrichtungsgegenstand in ihrem Büro und schreibt, es lohnt sich wirklich, hier mal vorbeizukommen. Schon allein, weil es in unserem Büro jetzt eine Popcornmaschine gibt. Hurra! Und jetzt raten Sie mal, wer den Strom für die Popcornmaschine bezahlt. Sie. Sie zahlen dafür, wenn Sie kalt und mit Kernseife geduscht zur Arbeit gehen, solange Sie noch Arbeit haben.